Willkommen, liebe Leute, seid gegrüßt in Fett Super Discount, dem Paketsimulator hier. Oh, wir haben wieder Ware gekriegt, offensichtlich. Müssen wir wieder sehen, dass wir einige Produkte hier irgendwie in unser Lager unterkriegen, damit wir den Bestand wieder auffüllen. Und dann müssen wir mal gucken, dann sollten wir so langsam alles haben, was wir brauchen. Hätte ich zumindest gedacht. Müssen wir mal gucken. Sperrgut hier. Die erste Packart schon signalisiert schon Freizeit. Das können wir drüben reinpacken. Grünes. Auch heute wollen wir natürlich auf jeden Fall wieder einen Tag durchbekommen. Grünes haben wir, der war wahrscheinlich gerade damit unterwegs. Wie war das denn hier, ne? Okay. Ich würde sagen, wir machen auf, ne? Was soll's. Wir haben an sich alles in den Regalen. Anderes eh eine Never-Ending-Story hier, ne? Nochmal gucken. Auf jeden Fall direkt los. Die ersten Pakete sind aus den Regalen raus oder die ersten Produkte. Die Auffüller laufen los zum Auffüllen. So soll das sein. Susu. Immer noch. Ja, den wollen wir nicht zu lange warten lassen, nur kurz. Fünfzehn Flaschen sind in so einer Minibox, das ist doch auch ein Bug, ne? Sind. Schön. Dankeschön. Ja, ist halt auch wie in der Vorratshaltung schwierig bei dem, ne? Süßigkeiten sind aus. Hähnchen wird knapp. Thunfisch steht da noch rum. Wasserflaschen, okay. Aber da ist er gerade unterwegs. Große Sushi-Pakete, kleine Sushi-Pakete. Hoffen wir alles. Wir brauchen 50 Kunden, die jeder 100 Euro ausgeben. Dann würde das ja auch Sinn machen im Laden, ne? Ich bin Dame. Fangen Sie mal an, machen Sie ein gutes Beispiel voran hier. Naja.
Eile. Öffnen Kasse. 3 für sie. Aber bräuchten wir es nicht mehr, ne? So viel brauchen wir im Durchschnitt. Danke. Nochmal Naschis. Zweimal Eiscreme. War hier nicht auch noch Eiscreme? Ne. Schon mal nicht. Ladet ein, haut rein, Leute, haut rein. Och, ich hab doch das Komma eingegeben. Oh, Lever zusammen mittlerweile. Jetzt haben wir wieder 3000. Aber die Auffülle kommen natürlich auch nicht hinterher, ne? Was? 2,30 Euro mit Karte? Ernsthaft? Auch nicht viel mehr, ne? Aber so, ne? An der Kasse muss keiner mehr warten. Sieht aus, als hätten wir viel Geld verdient, aber es geht so, ne? Wir müssen noch wieder Hammer für neue Produkte einkaufen gleich. Auch leer. Öle können wir nochmal auffüllen. Das ist noch ein Zweierpaket, glaube ich, gewesen.
Jo, nicht wieder in Nähe. Dieses Paket. Moin, danke fürs Reinschalten. Nach dem guten Susu, der hier rum auf dem Boden rumliegt, Susu. Susu. Da war ja auch nicht viel drin. Ist nicht. Schafft auch nichts. Eine Flasche. Das lohnt gar nichts. So. Klein, mittel, groß. Das sortiert. Alles fertig. So, Butter können wir noch auffüllen und Joghurt. Am nächsten Tag. Also theoretisch reicht unser Geld für die nächste Lizenz, aber dann immer nur um ein Produkt einzukaufen, mit Glück. Also müssen wir uns lieber noch einen Tag mehr Zeit lassen, denke ich. Machen wir einfach. Heute hatten wir 57 Kunden, 375 Level plus. So, dann Level 33. Shampoo steigt im Preis. Nehmen wir mit. Schleppt er denn mit? Wir brauchen Müsli. Oder Zucker. Wasserflasche. Orangensaft. Joghurt. Geschirrspültabs. Bleichmittel. Shampoo. Toilet Paper. Butter. Hähnchen. Kartoffelsack. Pommes. Zwei Pakete. Parmesan. Zwei Pakete. Thunfisch. Nö. Macaroni. Jo. Grünete. Jo. Gut. Lachs auch. Sushi groß. Die Bierfässer gehen ganz gut, ne? Und das alles bestellt haben, sieht ziemlich gut aus eigentlich, glaube ich. Also hier, ne? Das alles jetzt im Regal drin haben. Oh Gott. Sollen wir gleich den Laden aufmachen, ne? Gleich Bewegung und Schwung reinkommen und ein bisschen Druck. Auch in die Auffüller. Macht ja auch Sinn. Vorne ist immer noch relativ viel im Laden und das ist natürlich auch von Vorteil, wenn die mal ein paar mehr Sachen da schleppen und verkaufen.
Warum da jetzt Chips hier unten sind? Na, tauschen wir einfach ein bisschen durch die Gegend. Fisch liegt hier noch, großen R-Linie noch. Botschaft kommt. Was denn hier? Miss. Und zweites Paket. Warum läuft da nicht? Hing da so blöd an der Kante fest. Oder brauchen wir nicht? Da wird zu dem Zeitpunkt einer unterwegs gewesen sein mit einer Packung. So. Nochmal so. So. Und das nächste. Oh. Geh los. Gut hier, also muss er das Richtige, passt schon. Dann haben wir nochmal Shampoo. Shampoo. Ja, okay, geht los. Das hat sich doch gelohnt. Gut, dass wir hingelaufen sind. Na, wo geht? 94 zurück haben. 90 Cent. Also viel nerviger geht es ja auch gar nicht. Krass. Kreditkarte. Wir haben auch keine anders gefärbten Kreditkarten. Passend. Danke. Eine Pizza beim 100er Witz. Nee, nee, ist falsch Geld bestimmt. Ernsthaft. Was ein Nervtyp. Nö, ich muss erstmal Pakete reinräumen. Oh, guck. Mein Bierkonsum im Auge behalten hier, ne? So. Ja, ich denke, am nächsten Tag machen wir das mit der nächsten Lizenz, Leute. Haben wir noch genug Platz im Regal? Mal gucken, was passiert. Schon wieder ja, Lizenz, das heißt auch ein bisschen Langeweile, ne? Und nur Produkte. Laden umbauen, Laden erweitern, Regal umbauen, Lager erweitern, ne? Das sind ja mal ein paar gelungene Abwechslungen zu dem doch sonst recht drögen Alltag hier, ne? Oh, jetzt am Angebot oder was?
Bericht. Und wir können schon wieder gucken. Mayonnaise. Von dem Bier habe ich auch keine Ahnung, das ist immer rot gefüllt. Nudeln, Mehl. Schon der Geschirrspültabs. Hähnchen ist nicht pauschal verwunderlich. Pablo-Zucker. Den Kaffee von dem Käse. Und der Pizza. Mayonnaise, habe ich das hier schon? Aber auch Mini-Geschichten. Stehen alle nur bei mir rum. Na, gleich mal gucken, wie weit wir da sind. So stelle ich echt einfach einen dritten Angestellten ein, ne? Für Dingsten. Aber ja, dann haben wir halt noch wieder ein Hunderter weniger am Tag. Und wir sind auch zu 50% schneller fertig mit Auffüllen. Das wäre schon nicht verkehrt. Juhu. 51 soll der bezahlen. Das schnapp ich. Ich mach Rabatt. Das wäre geschickt gewesen, wenn ich den 1000 zurückgegeben hätte. Was ist denn das hier? Wenn ich den 1000 abgebucht hätte. Ja, also wir haben plus. Und so richtig viel Geld ist noch nicht übrig, ne? Aber geht. Aber dann wird die nächste Bestellung umso schlimmer. Jo, dann räumen wir die Pakete nächste Folge in die Regale, Leute. Und wir die Nacht vorspulen und mal gucken, was der nächste Tag dann schönes bringt. Vielen Dank fürs Reinschalten. Und eine neue Runde hier. Bis zur nächsten Runde. Bis dann, vielen Dank.